Hallo. Einen schönen guten Tag alle miteinander. Ich darf Sie alle herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz vor dem letzten Spiel des Jahres zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg. Morgen Abend im Dortmunder Signal Iduna Park. Und ich begrüße den Mann, der von allen aktiven Bundesliga-Trainern die meisten Bundesligaspiele hat, habe ich heute gelesen, nämlich 219. Weiter Abstand zum Zweiten, Thomas Tuchel. Wir bitten um Ihre Fragen und ein kurzes Handzeichen. Boris Ruppert beginnt. Ja, wenn wir dann bei Zahlen sind, erstmals seit 1965 und zum zweiten Mal insgesamt kann Borussia Dortmund ein komplettes Kalenderjahr ohne Heimniederlage absolvieren. Ja. Ist das ein zusätzlicher Anreiz für morgen Abend? Ja, klar, ist es auf jeden Fall, aber dann werde ich so spontan abergläubisch, da nicht so viel drüber zu reden, weil man sonst vorher zerredet. Also wenn das passiert, was natürlich unser großer Wunsch ist, dann sollten wir den absoluten Fokus darauf legen, wie das möglich sein kann. Und das geht nur, indem wir uns nochmal straffen und wirklich leistungsmäßig auch an die Decke strecken, um dann morgen ganz isoliert dieses eine Spiel zu gewinnen. Da liegt die große Problematik in dieser auch so schönen Serie, dass es die Serie nur gibt, wenn es das Spiel morgen gibt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir in der Betrachtung diesen Aspekt komplett ausblenden und uns einfach darauf besinnen, morgen diese paar 90 Minuten auf unsere Seite zu ziehen, weil wir es natürlich auch dringend in der Tabelle benötigen. Und das andere ist dann die Folge davon. Sport live, Bijan, bitte. Ja, Sebastian Wessling ist heute nicht da, deswegen stelle ich heute mal die Frage nach dem Personal. Wer ist denn fit und wer ist noch verletzt? Ist eigentlich, glaube ich, jetzt im Vergleich zum letzten Spiel, ist so, dass es Gonzo natürlich besser geht mit seinem Rippenknorpel und Erik Dürm besser geht, seine Rückenproblematik, und Usman heute mittrainiert hat und es so ausschaut, dass er morgen spielen kann. Weitere Fragen? Dirk Krampe von den Ruhrnachrichten. Wie sieht es mit Rafael Guerreiro aus? Der war ja eigentlich schon noch eher wieder zurück erwartet worden. Er hat ja auch wieder trainiert. Jetzt hat man heute gesehen, er hat nicht mit der Mannschaft trainiert. Gibt es da einen Rückschlag oder hat man jetzt einfach gesagt, okay, dieses Spiel lassen wir jetzt weg und dann steigt er in der Rückrunde nach? Nee, dann hätte er ja heute trainiert. Also wenn wir gesagt haben, wir lassen das Spiel weg, dann das würde ja bedeuten, dass er spielfähig gewesen wäre. Das ist er nicht, weil er nicht auf dem Trainingsplatz ist, und er war auch nie auf dem Trainingsplatz. Er war nur im individuellen Training. Er war sehr, sehr lange jetzt, 5-6 Wochen nicht im Mannschaftstraining, und das merken wir natürlich in unserem Spiel, wenn Sie seine Einsatzminuten mit der Torbeteiligungsquote vergleichen, wissen Sie, welchen Anteil Rafa in dieser Saison schon für uns hatte und wie wichtig er ist. Und ist jetzt mit seiner Muskelproblematik so lange ausgefallen und hat da ja auf jeden Fall einen kleinen Rückschlag auch erlitten in der Phase, in der wir dachten, dass das Mannschaftstraining ansteht, dass aktuell kein Teamtraining möglich ist, und wir hoffen, dass das bis spätestens dann zum 3.1. möglich ist, dass er wieder mit uns trainiert. Anne van Eickels für den WDR-Hörfunk. Hat sich da schon eine Handschrift wiedererkennen lassen des neuen Trainers, oder hat sich die Spielweise von Augsburg verändert? Also es war, ja, weiß ich, es wäre jetzt vermessen, weil dazu müssen natürlich auch, da muss der neue Trainer auch mehr Spiele haben, um dann wirklich das seriös beantworten zu können, was seine Spielidee ist. Er hat viel davon gesprochen, dass sie einen Plan entwickelt haben, in dem sie sich am Gegner orientiert haben. Er hat davon jetzt wieder gesprochen, also gehen wir jetzt mal fest davon aus, dass er einen Plan entwickeln wird, der in erster Linie auch darauf abzielt, natürlich unsere Stärken zu kontern und unsere Stärken zu neutralisieren. Und deshalb rechne ich jetzt erstmal damit, dass wir sehr bei uns sein müssen und dass es wichtig sein wird, für uns selber Lösungen zu finden auf die Aufgaben, die uns Augsburg stellt. Es waren etliche neue Spieler jetzt, die eine Chance bekommen haben, die vorher so ein bisschen außen vor waren. Und
Das ist ja ein ganz normaler Vorgang und ich glaube, dass dann durch so eine Personalie immer nochmal ein neuer Konkurrenzkampf entsteht. So geht unsere Vorbereitung eher dahin, auch alle neuen Personalien, alle Spieler, die jetzt nochmal neu gespielt haben und in der Ordnung, in der sie gespielt haben, einfach individuell auch vorzustellen. Und dann sind wir sehr bei uns und wollen selber Lösungen finden auf alle Fragen, die uns Augsburg stellt. Daniel Berg für die Funke Mediengruppe. Wenn ich es richtig sehe, hat Ihre Mannschaft jetzt 6-mal in Folge ist in Rückstand geraten, manchmal sogar relativ früh. Gibt es dafür irgendeinen Erklärungsansatz? Macht Ihnen das Sorge? Ja, macht mir auf jeden Fall Sorge. Ja, ich glaube, sechs Spielen hintereinander und davon dann ein paar Mal noch mehrmals. Also in Hoffenheim sind wir 2-mal in Rückstand geraten, in Frankfurt ebenfalls. Ich glaube sogar das letzte Spiel, in dem wir wirklich in Führung gegangen sind, war das Spiel gegen Bayern. Dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, mal 1-0 zu gewinnen. Das wird sonst schwer und es fühlt sich natürlich in der ganzen Thematik, die uns seit Saisonbeginn begleitet und in dem ganzen Prozess und auf dem Weg, auf dem wir sind, sind das auf jeden Fall Dinge, die das alles noch viel komplizierter machen. So erstes Tor zu erzielen, da ist auf jeden Fall jetzt eine viel zu lange Serie. Das ist klar. Es gibt aber auch da leider nicht die eine Erklärung. Es ist teilweise auch dem Spielverlauf völlig auf den Kopf gestellt. Es ist teilweise nicht aufmerksam. So teilweise hat man schon das Gefühl, dass auch ersten Rückstand so, dass so die absolut letzte Verbissenheit und so in uns erst weckt. Das sind auf jeden Fall Dinge, die thematisiert sind, aber muss ich dann trotzdem, auch wenn es nach einer Serie oder auch wenn das als Serie erscheint, muss ich trotzdem Mühe machen, das einzeln zu betrachten und in einzelne Bausteine und in Einzelfälle daraus auch zu machen und versuchen das natürlich zu verhindern und es ist in der Summe viel zu viel und macht die Dinge wahnsinnig schwer. Wir gehen zunächst nochmal zu Sport Live und dann zu Sport 1. Herr Tuchel, die Partie gegen Hoffenheim war sehr körperbetont, sehr ruppelig, sehr mit Haken und Ösen. Rechnen Sie damit, dass die Augsburger eventuell ähnlich auftreten? Ja, es scheint der Standard zu sein gegen uns. Wir können die Statistiken selber durchlesen. Deshalb müssen wir damit rechnen, müssen auch dafür Lösungen finden und uns anpassen. Was die ganze Sache natürlich hat der schon beinahe einen tragischen Beigeschmack, wenn wir dann den Spieler verlieren und über 50 Minuten in Hoffenheim in Unterzahl spielen, der dann nachweislich nichts getan hat. Wenn wir den Spieler nicht nur in Hoffenheim vermissen, sondern wenn der Spieler dann gesperrt bleibt, also das hat ja auf jeden Fall absurde Züge, muss ich sagen, und hält sich mein Verständnis dafür in engen Grenzen, um nicht zu sagen, ich habe keins dafür. Es fühlt sich für uns ein bisschen an, als wirst du beim Ladendiebstahl erwischt vom Kaufhausdetektiv und in der Kamera stellt sich raus, du hast gar nichts geklaut, da gehst du trotzdem eine Woche im Bau, weil ja, der Detektiv hat halt gedacht, er hat es gesehen und dann ist das halt so, ja. Und wenn man sich das mal vorstellt, wie absurd das ist, so fühlen wir uns gerade. Also deshalb ganz ehrlich, und wenn du dir erlaubst, irgendwie das zu thematisieren, dann bist du der rumheult oder der das nicht erträgt. Aber wir reden dann immer, und das stört mich an der ganzen Diskussion, wir reden dann immer davon, dass das Männersport ist und da redet man immer von einer gesunden Härte. Aber das ist halt nicht der Fall. Es ist keine gesunde Härte, wenn du faul spielst. So, ist halt eine Regelübertretung. Und es ist halt ein Regelverstoß. Hat mit gesunder Härte und mit Männersport leider nichts zu tun, weil es ist die Regel übertreten. Wenn das dann die Art ist, okay, wir werden weiter unseren Stil versuchen durchzuziehen, wir werden weiter viel dribbeln, wir werden weiter offensiv spielen, wir werden weiter mehr den Ball wollen und versuchen, mehr Tore zu schießen als der Gegner, und die Gegner werden ihre Mittel haben und wir Schiedsrichter, die das Spiel leiten und fertig. Aber auf die Thematik vielleicht ganz kurz mit Marco, dass wir auf den Spieler verzichten, in der Absurdität, wie ich es gerade geschildert habe, das bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn Spieler eine Schwalbe machen und das nachweislich dann aufgedeckt wird, die spielen dann am nächsten Spieltag. Oder wenn mittlerweile Ellenbogenschläge dazugehören zum Spiel und der Spieler spielt dann trotzdem weiter, dann ist es doch absurd, wenn wir auf Marco Reus morgen verzichten müssen, wenn jede Kamera beweist, dass er nichts getan hat. Aber okay, klar, ist halt so.
Bitte. Herr Tuchel, Nachfrage zu dem Thema. Ich kann Ihren Ärger darüber verstehen, gelb-rote Karte für Reus, trotzdem vielleicht auf die Hinrunde bezogen. Beschäftigt sich der BVB vielleicht ein bisschen zu viel mit so Nebenschauplätzen? Ja, ist das ein Nebenschauplatz oder ist das das Spiel? Ist das ein Nebenschauplatz? Ist das ein Nebenschauplatz, wenn gestern in Unterzahl Leverkusen zu Hause nicht geschafft, das Spiel zu drehen? Wir spielen auswärts 55 Minuten. Ja. Ist das ein Nebenschauplatz oder ist das der Kern des Spiels? Das wäre die Frage. Oder gut, andere Teams sagen, okay, ich versuche das einfach zu vergessen, welche nicht drauf einzugehen. Welche Teams sagen das? Zum Beispiel Köln. Peter Stöger sagt bei sowas, ja, ist Käse, aber bringt nichts. Ja, dann fragen wir doch wieder, wenn er an der Nummer 1 Tabelle steht. Mit gefaulten Spielern. Ja, ja, das ist gerade eine ähnliche Situation. Höger wird gefault, fehlt auch, ist ja fast das Gleiche. Ja, natürlich ist es das Gleiche. Ist doch genauso absurd, oder nicht? Nein, ist ja die Frage, ob man sich dann zu sehr damit beschäftigt vielleicht in dieser ganzen Saison. Das war ja die Frage. Ja, das ist Ihr Thema. Wenn ich was dazu sage, alle paar Wochen machen Sie die Schlagzeilen draus, treiben die Sau durchs Dorf, obwohl ich irgendeine Statistik vorlese und dann fragen Sie, ob wir uns damit zu viel beschäftigen. Und wenn man es dann anspricht, dann wird es wochenlang ein Thema und dann kommt es wieder auf den Tisch und wieder auf den Tisch. Und wenn man dann dazu antwortet und ehrlich ist, dann kommt da irgendwann am Ende der Saison kommt dann die Retourkutsche, beschäftigen Sie sich eigentlich nicht zu viel damit. Ich glaube, wir beschäftigen uns alle viel zu viel mit Themen, die nichts mit dem Spiel zu tun haben. Aber wenn wir die Mannschaft sind, die öfter gefoult wird, als die Mannschaft insgesamt, die an Nummer 1 steht, der Fouls, und wir haben noch mehr Zug, also wir werden öfter gefoult als die unfairste Mannschaft in der Liga foult im Gesamten, dann soll ich mich nicht drüber aufregen, weil sich die anderen auch nicht drüber aufregen. Ja klar, die betrifft es ja auch nicht, oder? Oder habe ich jetzt irgendwas nicht verstanden? Ja, also sorry. Weitere Fragen? Jörg Weiler von der Bild, bitte. Herr Tuchel, ist jetzt die Weihnachtszeit. Haben Sie eigentlich einen Wunsch dann auch in Bezug auf Neuverpflichtung? Schon mal, Neuverpflichtung? Gibt schon mal den Oscar für die beste Überleitung. Keine neue Verpflichtung, kein Wunsch. Wir haben viele, viele Neuverpflichtungen gemacht und Sie kennen meine Sichtweise auch dazu. Wir haben das oft genug gesagt Sie kennen so offensichtlich auch, welche Schwierigkeiten auch mit Neuverpflichtungen verbunden sein können. Und deshalb ist es mir extrem wichtig, dass wir in diesem Kreis zusammenbleiben und dass wir die Mannschaft weiterentwickeln und dass die Dinge, die wir da gerade auch mühsam versuchen einzuschleifen und die Prozesse, die so eine Mannschaft einfach auch ausmachen, neben Technik und Taktik, dass das bleibt und dass wir das nicht wieder aufbrechen und nicht wieder neue Reize setzen. Deshalb ist das Neuzugänge kein Thema im Moment. Anne van Eickels. Was wäre denn für dich ein schöner Abschluss des Jahres? Sieg. Ja. Nicht mal ein gutes Spiel plus Sieg? Also wenn ich es mir jetzt aussuchen darf, nehme ich einen Sieg am Schluss. Dafür ist es einfach dafür hilft jetzt auch nichts anderes mehr, so wie jetzt 3 Punkte zum Jahresabschluss nach 2 ja auch schwierigen Unentschieden zu Hause auswärts. Und deshalb würde ich mir das unbedingt wünschen, keine verletzten Spieler und einen Heimsieg. Wir wissen, wie schwer das wird. Wir wissen auch, dass zum Beginn der Rückrunde sofort 2 Auswärtsspiele anstehen. Und deshalb ist der Weg in der ganzen Konstellation, den wir da gehen, da ist natürlich auf jeden Fall ein eigener Anspruch drin und Ansprüche, die auch von außen an uns herangetragen werden. Und wir versuchen uns da natürlich denen auch zu stellen und sehr selbstkritisch zu stellen und gehen den unbeirrt und weiter und sehr ambitioniert. Und deshalb wünsche ich mir schon sehr, wir wünschen uns alle einen Sieg, aber es geht halt, dieses Wort wünschen geht mir so schwer über die Lippen, weil ich weiß, das ist dann halt so ein Wunschziel, also wir brauchen so Leistungsziele, weil wir müssen einfach liefern nochmal morgen und am hohen Niveau. Und dann kann das auch klappen. Im Moment sehe ich eine
Weitere Frage, das ist dann die letzte für heute. Dirk Krampe von den Ruhrnachrichten, bitte. Sie haben am Freitag Emre Mor gebracht von der Bank und auch später dann noch Adrian Ramos. Da saß jetzt einer noch auf der Bank, der vielleicht von seinem, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Standing eigentlich so die erste Einwechseloption für die Offensive sein müsste, nämlich André Schürrle. Was fehlt ihm im Moment, um da in Frage zu kommen? Und jetzt wird er am Platz frei durch die gelb-rote Karte gegen Reus. Ist er eine Option? Klar ist er eine Option. Und glaube ich, vor dem Spiel gegen Hoffenheim wurde ich schon mit Marco dazu befragt. Und Schü fehlt einfach Training, Schü fehlt eine absolute Wettkampffitness. Und als Folge daraus fehlt ihm natürlich Form, ja, und Sicherheit und Selbstvertrauen und Gewöhnung und Erfolgserlebnisse. Damit ist das dann sehr, sehr leicht geschildert von mir, aber es ist dann ein sehr, sehr großer Prozess auch. Und Schü hat sehr, sehr schnell bei uns reingefunden und war sehr schnell eigentlich der Faktor, den wir uns auch erhofft haben, den wir auch gebraucht haben. Hat sich dann leider viel zu früh dann verletzt, hat dann nochmal gespielt gegen Real Madrid, angeschlagen. Und seitdem war er dann wochenlang erstmal raus und kämpft seitdem auch körperlich und so um den Anschluss und um seine Form und damit verbunden um Selbstvertrauen. Und wenn man weiß, dass er natürlich aus den letzten Vereinen nicht mit so unendlich viel Selbstvertrauen dann zu uns kommt und nicht mit unendlich vielen Spielminuten und Erfolgserlebnissen, ja, dann ist es im Moment gerade, fühlt sich für ihn natürlich zäh an und für uns auch. Und wir wissen, was wir brauchen. Wir kennen auch seine beste Ausprägung und ist für morgen auf jeden Fall ein Thema. Und dann nutzen wir die Pause nochmal und die Vorbereitung für ihn, um dann nochmal die Qualität auch auf den Platz zu bekommen, die wir von ihm auch wünschen. Vielen Dank Ihnen allen, vielen Dank Thomas, einen schönen Tag und bis morgen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.